Okay, wir machen mal wieder einen Beweis aus der Mengenlehre. Und zwar diesmal einen, der ein bisschen anders ist und ungewöhnlicher als die, die wir bislang gemacht hatten. Und zwar, ja, soll mal Folgendes gezeigt werden. Zu zeigen. Aus A vereinigt B gleich A folgt. B ist Teilmenge von A. Wir wollen also diese Implikation zeigen. Wenn ich zwei Mengen A und B vereinige und das gleiche ist wie A, dann soll daraus folgen, dass B Teilmenge ist von A. Wenn wir uns das mal veranschaulichen, gerade mal in einem Venn-Diagramm. Wenn ich mal hier zwei Mengen hinmale, A und B. Die Vereinigungsmenge ist ja alles, ne? Die Vereinigungsmenge ist alles. Okay. Und wenn die Vereinigungsmenge A ist, dann kann das ja eigentlich nur der Fall sein, wenn in diesem Bereich hier, wenn in diesem Bereich kein Element drin war vorher. Das heißt also, wenn B tatsächlich komplett enthalten ist in A als Teilmenge. So. Gut, jetzt beweisen wir das mal formal. Wir haben eine Implikation zu zeigen und da kann man beispielsweise so vorgehen, dass man annimmt, dass die Voraussetzung gilt. Ja? Annahme. A vereinigt B ist gleich A. Und jetzt ist zu zeigen, unter dieser Annahme, dass dann auch gilt, B ist Teilmenge von A. Okay. An dieser Stelle muss man sich überlegen, wie geht man jetzt weiter vor? Ne? Was hat man für Materialien zur Verfügung? Hat man Definitionen, Sätze, Aussagen, die man verwenden kann? Und ja, wir können an der Stelle immer zurückgreifen auf die Definitionen von Vereinigung, von Mengengleichheit, von der Teilmengenbeziehung und so weiter. So. Wir können ja erstmal schauen, was bedeutet eigentlich A vereinigt B gleich A? Das ist genau dann der Fall, wenn für alle x gilt, x ist Element von A vereinigt B, genau dann, wenn x Element von A ist. Wenn x in der einen Menge drin ist, muss es auch in der anderen sein und umgedreht. Das bedeutet Mengengleichheit. So, und jetzt können wir hier nochmal die Definition der Vereinigung anwenden. Das ist das gleiche, als wenn gelten würde, für alle x gilt x Element A oder x Element B. Das ist die Definition der Mengengleichheit, genau dann, wenn x Element A. So, das ist unsere Voraussetzung. Und zu zeigen ist, jetzt formen wir vielleicht B ist Teilmenge von A, also vielleicht formen wir das hier auch nochmal kurz um. Das bedeutet, für alle x gilt, wenn x in B ist, dann ist x auch Element von A. Das bedeutet die Teilmengenbeziehung. So war das definiert. Ja? Okay. So. Also diese Teilmengenbeziehung selbst ist wieder eine Implikation. Wir haben eine große Implikation. Die große Implikation ist die hier oben. Daraus soll das hier folgen. Jetzt nehmen wir das hier an. Das ist jetzt das hier umgeformt. So, davon können wir ausgehen, das ist unsere große Annahme. Diese Dinge setzen wir voraus. Und jetzt wollen wir zeigen, dass das hier gilt. So. Und das teilen wir nochmal auf. In, oder das bedeutet, ja, das ist gleichwertig mit der Implikation, die hier unten steht.
Diese Implikation ist nun zu zeigen, und jetzt können wir wiederum annehmen, dass x in b ist, und dann soll gezeigt werden, dass x auch in a ist, unter Zuhilfenahme der Dinge, die wir auch vorher hier als Voraussetzung mit angenommen haben. Also, die Strategie ist jetzt, sei x fest, aber beliebig und x Element b zeige x Element a. Also, wir nehmen uns mal ein festes, aber beliebiges x, gehen davon aus, es ist ein b, und dann müssen wir zeigen, dass es auch ein a ist. Das bedeutet ja letztlich Teilmengenbeziehung, ne? Also, x Element b. Und jetzt müssen wir durch eine Implikationskette zeigen, also durch Implikation, wir dürfen auch Äquivalenzen verwenden, aber eben auch Implikation. Aus x Element b folgt, ich gucke, wie viel Platz brauche ich? Naja, gar nicht so viel. Folgt x Element a. Aus x Element b folgt x Element a. Und wir dürfen das Orangene verwenden, hier also die Annahme, die wir vorhin getroffen haben. Jetzt können wir wieder vorwärts und rückwärts arbeiten, müssen wir schauen, was können wir verwenden. Also wir haben hier oben ja x Element a schon stehen, das steht auch hier, und wir wissen x Element a, genau dann, wenn x Element a vereinigt b. Das war unsere Annahme. Das können wir hier hinschreiben. Das war eine Äquivalenz. Oder x Element a oder x Element b. Ich habe jetzt das hier verwendet, ne? Andere Farbe wieder nehmen. Ich habe das hier verwendet. So, das war unsere Annahme, das darf ich hier benutzen. So. Gut, jetzt müssen wir irgendwie kommen von x Element b zu x Element a oder x Element b. Und an der Stelle muss man sich klar machen, wir wollen ja nur eine Implikation zeigen, keine Äquivalenz. Wir wollen nicht zeigen, dass halt zwei Aussagen Äquivalenz sind, sondern dass eine Aussage aus einer anderen folgt. Und da kann man sich ein bisschen freier machen als bei Äquivalenz. Wir wissen x Element b. Und jetzt kann man ganz einfach sagen, aus x Element b folgt x Element a oder x Element b. Ja? Wenn x Element b ist, dann gilt auch x Element a oder x Element b. Das x-Element a ist ja nur so ein Zusatzding, das ist ja völlig wurscht an der Stelle, aber es gilt. Ne? Die Implikation hier gilt. Man kann sich auch klar machen, okay, wann wäre diese Implikation denn falsch, wenn die Voraussetzung hier, also x-Element b, wahr wäre, aber x-Element a oder x-Element b falsch. Aber wenn x-Element b wahr ist, dann ist auch x-Element a oder x-Element b wahr. Ja, also der Fall, in dem die Implikation falsch wird, kann nicht eintreten. Also aus x Element b folgt x Element a oder x Element b, und das ist äquivalent zu x Element a. Na gut, eine Äquivalenz ist ja eine Implikation in beide Richtungen. Ja? Also können wir uns das hier auch als Implikationspfeil denken. Also wir können uns hier locker einen Implikationspfeil in diese Richtung hier denken. Ne? So. Also aus x Element b folgt das hier und daraus folgt das hier. Und insgesamt folgt also aus x Element b x Element a. Damit haben wir diese Aussage hier gezeigt unter der Voraussetzung, also unter der Annahme, dass die Voraussetzung gilt. Also haben wir die gesamte Implikation gezeigt.